Fußballfans dieses Landes. Die Anhänger fiebern diesem großen Spiel entgegen, auf das wir alle sehnsüchtig gewartet haben. Die perfekte Bühne für den Auftritt der beiden Teams. Manchester ist eines der großen, traditionsreichen Drehkreuze Englands. Und das Grüne da unten, was wir hier sehen, das ist der Rasen des legendären Old Trafford. Für alle, die erst später dazugestoßen sind, der Ball, der rollt schon. Bentancur am Tor vorbei. Er weiß, dass er aus der Distanz ein guter Schütze ist. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Er geht dazwischen und erobert den Ball. Ab nach vorn und hoffen. Havertz, die Idee ist gut, der Ball geht rechts raus. Sterling. Oh, den hat er sich aber zu einfach abnehmen lassen. Oh, wie er da durchgeht, doch das spektakuläre Finish, das fehlt. Natürlich kann er da nicht mit sich zufrieden sein. Er hat ein wunderschönes Solo auf den Rasen gezaubert, aber am Ende zählt, der Ball ist nicht drin. Hatte nicht lange gedauert, bis sie den Ball zurückerobern. Hier ist Havertz. Bentancur, heute geschlossene Gesellschaft. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Nicht erreichen. Gabriel Jesus. Gefährlich! Gabriel Jesus! Jordan Henderson. Der Hurricane himself, Harry Kane. Ein hochinteressanter Ball. Havertz. Am Ball Dybala. Es gibt Freistoß für Manchester United. Das könnte durchaus eine Karte geben. Nee, der Unparteiische will nur ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Bentancur macht den Eindruck, als wollte er draufhalten. Eigentlich ist diese Entfernung zum Tor zu groß. Da müsste wirklich alles stimmen, damit der direkt reingeht. Und raus, nach rechts. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren, dass sie das ganz anders hätten lösen können. Havertz, das ist eine Phase mit hohem Ballbesitzanteil für das Team. Guter Einsatz, sowas sieht man immer gerne. Havertz, Harry Kane, er ist vorbei, er hat ihn ab! Oh Mann, diesen Pässen mangelt es immer wieder am richtigen. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Go, 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 go
make some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Amphitheater, geschaffen für die ganz großen Fußballspiele. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, die Partie läuft bereits. Es kommt selten vor, dass ein Verteidiger zum Matchwinner avanciert, aber Roberto Carlos, der hat dieses gewisse Etwas. Und dabei muss man sich einmal überlegen, der ist Außenverteidiger, manchmal denkt man, der ist Stürmer. Ein Abschluss und die hält ihn exzellent. Großartig vom Keeper. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Kurz ausgeführt. Messi. Lionel Messi. Und er geht hoch in das Kopfballduell. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Da wird aus einer Ecke, also eigentlich einem Vorteil, plötzlich ein Nachteil für die eigene Mannschaft. Messi. Ein guter Ball und sie sind Neymar durch. Hat viel Grün vor der Nase und bietet sich gut an. Schuss Richtung Tor. Hatte nicht lange gedauert, bis sie den Ball zurückerobert. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Und Tor für Beşiktaş Istanbul. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir fehlen die Worte. Einfach klasse. Sie gehen mit 1:0 in Führung. Eine hauchdünne Führung, aber wehe, sie ruhen sich drauf aus. Nee, da ist schon wieder Endstation. Den hat er gespürt, gesehen. Ein total. Kurz mal das Ding nach vorn gekloppt. Und die Chance! Da kommt die Flanke. Das ist das Ende der ersten Halbzeit. Die Mannschaft hat ihren Rhythmus gefunden. Insbesondere läuferisch ist das eine ganz starke Leistung. Beşiktaş hat bislang den einzigen Treffer des Spiels erzielt. Eine knappe Kiste. Wir haben jedenfalls genügend Stoff, worüber wir uns in der Pause unterhalten können. 11:2 läuft schon. Sie sollten die Partie vielleicht so angehen, als würde es noch 0:0 stehen. Die Konzentration müssen Sie auf jeden Fall hochhalten. Boah, Freunde, was für ein wunderbares Tor! Sie spielen sich schon in einen kleinen Rausch. Also ich habe fast den Eindruck, das ist ihr Plan. Warten auf die Fehler des Gegners, überfallartig angreifen, der Rest ist Formsache. So, 2:0 jetzt also. Dieses zweite Tor hat natürlich einen riesen Einfluss auf die Psyche der Spieler. Die zurückliegende Mannschaft ist jetzt richtig. Hier ist die Gelegenheit! Immer wieder schieben sie einen Riegel davor. Wieder nicht erreichen.
Ein Lupfer, ja warum denn nicht? Da hat er den Überblick behalten. Das sind doch Pässe mit Ansage. So kommst du nie und... Riesenmüll. Und es ist passiert. Das dürfte definitiv die Entscheidung gewesen sein. Ja, wenn man das Fußgelenk einfach mal herausnimmt, dann kommt sowas mal rum. Stark. Ein 5-Sterne-Distanzschuss. Und damit hat er den Hattrick erzielt. Er macht sein drittes Tor am heutigen Tage, warum auch immer sie finden. Jetzt der Abschluss. Da muss er seine komplette Qualität zeigen. Er geht dazwischen und erobert den Ball. Neymar. Kommt der an? Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht? Da steigt er hoch. Er trifft! Der Ball, der war noch abgefälscht, wird aber wohl trotzdem dem Angreifer gut geschrieben. An der Seitenlinie ist Betrieb und alles muss bei den Offiziellen seine Richtigkeit haben. Jetzt wird angezeigt, ein Doppelwechsel bahnt sich an. Das Spiel hat sich zuletzt überhaupt nicht mehr nach dem Geschmack des Trainers entwickelt. Das hier, dieser Doppelwechsel. Abschluss! Der ist drin! Herrlich, einfach herrlich dieser Schuss und der fällt da hinten runter wie ein Stein. Also das ist technisch absolut brillant, wie er den aus dieser Entfernung reinmacht. Mit 3 sind sie jetzt schon vorn. Und er ist zur Stelle. Augen auf und ab nach vorne. Der kommt richtig lang. Er stellt den Gegner, sucht den Abschluss. Ganz starke Reaktion des Keepers in einer super wichtigen Situation. Er treibt das Spiel voran. Schauen wir mal, ob was dabei rumkommt. Die Chance, das muss es sein. Das hätte ganz leicht ins Auge gehen können. Am Ende haben sie es dann gut gelöst. Allerdings, das war schon besorgniserregend, wie anfällig sie da waren. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Dass sie das ganz anders hätten lösen können. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Mbappé! Und da macht er sein Tor. Da waren es nur noch 2. Ein Komplettpaket, leichtfüßig, zielstrebig und abschlussstark. Willkommen zurück. Klasse durchgesteckt. Puyol spielt den Feuerwehrmann. Das ist Mbappé. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Puyol mit gutem Stellungsspiel. Den hat er ausgebremst. Ein hochinteressanter Ball. Die Groß und Tor! Und jetzt könnte es wirklich noch turbulent werden hinten raus. Überfallartig dieser Konter. Die gegnerische Abwehr praktisch vom Rasen gefegt. Da sind sie. Da, Ball ist draußen. Mbappé hat die Steifigkeit. Flanke. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Gut, jetzt müssen er zieht auf. Tor! Hör mir auf, kurz vor Ende dann doch noch der Befreiungsschlag. Einen Moment später und er wäre im Abseits gewesen. So ist alles regulär. Da ist die Möglichkeit. Ein unfassbarer Treffer. Und damit dürften sie durch sein. Eiskalt am verdutzten Torhüter vorbei. Der Keeper ist lange stehen geblieben, aber davon hat sich der Angreifer nicht im geringsten beeindrucken lassen. Du brauchst hier wirklich starke Nerven, aber halten die Nerven auch die letzten Minuten?
Das war der Schlusspfiff und somit ist die Partie beendet. Let's go.